Hey Leute und herzlich willkommen zu Call of Cthulhu, einem brandneuen Spiel, das gestern am 30. erst erschienen ist, also heute für alle, die später gucken, ist der 31. Und heute machen wir einen kleinen Halloween-Thementag mit vielen oder einer Handvoll unheimlicher, cooler Spielchen oder Spiele, je nachdem, und eins davon ist Call of Cthulhu. Ich mag ja die Lovecraft-Romane wirklich ganz gern. Ich mag seine Art zu schreiben. Ich mag die Szenarien und diese lose zusammenhängende Welt von Wahnsinn, alten Göttern und Kreaturen, die vor den Menschen die Erde bewohnten. Und heute betreten wir in digitaler Form diese Welt. Wahnsinn betreten. Los geht's. Das gefällt mir schon mal. Ja, wir stellen die Helligkeit ein. Die ist wunderbar. Das ist die schönste Helligkeit, die ich jemals gesehen habe. Oh! Profil lädt, bitte warten. Ja, keine Ahnung, neues Spiel, fangen wir an. Leerer Platz. Boston, 1924. Edward Price, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, ertränkt seine Erinnerungen in Alkohol und Schlaftabletten. Er ist jetzt Privatdetektiv und hat Schwierigkeiten, einen neuen Fall zu finden, der ihn aus seiner Lethargie befreit. Pierce muss schnell einen neuen Auftrag bekommen, sonst kann er seine Lizenz verlieren. Ach, ist das wirklich so? Ach, mich erinnert das jetzt schon sofort an das Brettspiel. Dingsy, nicht Willen des Wahnsinns, sondern das andere. Wie heißt denn das? Wartet mal, ich hab's hinter mir im Regal. Ups. Natürlich Arkham Horror. So, da knarrt sie aber, wenn ich mich hier so bewege. WLAN-Verbindung unterbrochen. Danke für die Information. Gut, dann starten wir, betreten wir den Wahnsinn. Wenn ich verrückt bin, dann ist es Barmherzigkeit. Mögen die Götter den Menschen bedauern, der in einer Verstocktheit bis zum erschreckenden Ende bei Verstand bleibt. Ich kann's förmlich riechen. Der fischige, salzige, dicke Gestank in der Luft. Spiel gespeichert, yeah. Haben wir schon ganz gut geschafft, das erste Kapitel oder so. Wo sind wir hier? Es sieht so aus, als wäre das hier alles bis vor kurzem unter Wasser gewesen, oder? Seetang hängt von der Decke. Gleichzeitig sind hier aber auch Holzkisten. Sieht fast ein bisschen aus wie Skyrim oder so, oder? Holy shit. Okay, hier hat jemand sehr viel Fischerei betrieben. War aber kein sehr guter Metzger. Haie gefangen, teilweise gehäutet. Knochen und Kiefer, vielleicht eher rituelle Geschichten. Vielleicht weniger zur Ernährung, sondern mehr zum Ducken. Können wir hier weiter? Nö. Wo sind wir? Wie sind wir hergekommen? Ich dachte, wir sind ein Privatdetektiv, der auf einen Fall wartet. Plötzlich ist das hier Skyrim meets Bioshock. Skyoshock. Gegen die Dunkelheit. Du musst manche Gegenstände anleuchten, um mit ihnen interagieren zu können. Dann holen wir uns mal die Laterne da. Die sieht zwar auch nicht ganz gewöhnlich aus. Eine Sturmlaterne. Aber zumindest haben wir jetzt eine Lichtquelle und können mal ein bisschen rumleuchten. Oh, oh, was ist los? Oh Gott, da ist was im Wasser. Ich gehe lieber nicht zu nah ins Wasser. Schock, Schock, Schock. Okay, was haben wir denn hier? Eine Zange. Ah, die können wir brauchen. Ein Bolzenschneider. Ach so, naja, wenn das... Heißt das wirklich Bolzenschneider? Unter Bolzenschneider stelle ich mir ein schweres elektrisches Gerät vor. Aber ich habe auch... Aha. Ha, was? Wer?
Da ist ein Orca. What a putrid offering. Don't fight. You have been chosen. I have been chosen, sagt die Stimme. Oh Gott. Für was wurde ich denn auserwählt? Wenn ich nicht will? Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Es war nur ein Traum. Ah, na dann. Deswegen hatten die alle keine Gesichter. Er hasst Whisky, dann trink doch keinen Whisky. War das ein Whisky-Albtraum oder so? Nehmen wir erstmal einen Schluck Whisky. Natürlich. das wird dein Schicksal verändern. Oh shit, wirklich? Dann hätte ich lieber nichts getrunken wahrscheinlich. Nee, wir haben in Videospielen gelernt, dass Alkohol gut für die Psyche ist. Das entschärft es ein bisschen. Ein Albtraum-Tagebuch oder sowas in der Art. Der Fall. Aufträge haben wir momentan nicht, glaube ich. Ermittlungsagentur Pierce. Der Doktor, aha, kann mir noch so oft erzählen, dass ich meine Medizin nicht benötigen würde, um die Erinnerungen zu verdrängen. Aber sie werden zurückkehren, wenn ich sie nicht weiter einnehme. Und eines Morgens werde ich dann nicht mehr aufwachen. Trotz der Behandlung sprechen wieder Stimmen im Traum zu mir, aber sie klingen so anders. So sonderbar, als würden sie aus düsteren, uralten Tiefen emporkommen. Was ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft? Cthulhu. Okay, hier sind unsere Skills. Ein Skilltree haben wir hier. Ermittlung haben wir von Haus aus 3 von 5. Krass, wir haben schon ziemlich viel von Haus aus. 1 von 5, 3 von 5. Spielt man da verschiedene Charaktere oder verliert ihr noch Fähigkeiten oder wie ist das? Psychotisches Trauma, Albträume. Edward Pierce ist ein Veteran aus dem ersten... das haben wir schon gelesen. Mit Schlaftabletten und Alkohol versucht er, die Albträume, die ihn heimsuchen, abzuwehren. Ja. Naja. Noch keine Informationen über Darkwater. Inventar. Lost Battalion. 7.10.2018. Was? Wahrscheinlich eher 1918. Warte mal, wie drehe ich es denn? Ach so. Ein Feuerzeug. Natural Sciences, Linguistics, Archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Okay, eine klassische Erpressungsgeschichte. Ein gelöster Fall. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Verheiratete Frau brennt mit ihrer besten Freundin durch. Oder ihrer Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Festen Freundin, wer weiß. I used to be an avid reader. Been too long since I've slept in a bed. I have business here to attend to. Ach so, was haben wir denn hier für Business? Bitte Radio ausmachen. Noch mehr trinken. Oh, Telefon. Schnell, schnell. Trink schneller. Cooles Telefon. Verdammt, so eins hätte ich gerne. That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sheriffield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file.
A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Aha. Jetzt müssen wir unsere Charakterpunkte neu verteilen, weil, oder? Oder können wir die jetzt zusätzlich verteilen? Ah ja, wir können jetzt entfernen und hinzufügen. Okay, Ermittlung. Ermittlung beeinflusst dein Untersuchungstalent. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chancen, vergangene Ereignisse durch Analyse des Tatortes. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Psychologie. Fällt das Wissen über das menschliche Verhalten. Verbesserst du die Fähigkeit, steigerst du die Chancen, die Motivation einer Person anhand von Verhalten und so weiter. Oh, das ist cool. Das ist nämlich echt cool. Ich bin gespannt auf dieses Spiel. Das verspricht nämlich, dass es schon sehr mystisch und Survival-Horror-ig ist, so in gewisser Weise. Aber Monster und Gegner spielen eine untergeordnete Rolle. In Wirklichkeit führt man sehr viel Dialoge, redet sehr viel mit Leuten, versucht Sachen herauszufinden. Man ist immerhin Detektiv und versucht dabei, nicht komplett wahnsinnig zu werden. Ich bin schon sehr gespannt. Also gut, Entdeckung. Entdecke die Fähigkeit, versteckte Gegenstände aufzuspüren. Redegewandtheit kann man sich vorstellen. Gesprächspartner. Aha. Stärke. Körperliche Kraft anzuwenden. Steigt die Chance, Türen und mechanische Sachen aufzubrechen und so weiter und so fort. Cool. Medizinkünste. Medizinisches Fachwissen. Verbessert die Fähigkeit. Steigert deine Chance, Medizin richtig zu dosieren. Eine Dosierung zu erstellen. Okay. Kann ich Medizin auch falsch dosieren? Ich finde, es würde auch Sinn machen, wenn man sich in Medizin sehr gut auskennt, dass einem dieser Körperhorror, dieses schleimige, organische, nicht mehr so viel ausmacht. Scheint aber nicht hier so sein. Oder ich studiere die okkulten Künste, Okkultismus. Repräsentiert das Wissen der okkulten Wissenschaften. Verbesserst du die Fähigkeit, steigt deine Chance, Herkunft und Verwendung okkulter Artefakte zu erkennen. Oh, das klingt echt fantastisch. Das klingt alles sehr cool, oder? Also, was das für Möglichkeiten suggeriert, die das Spiel noch bieten könnte. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das gefällt mir. Eieiei, ich würde alles gern. Also Medizin interessiert mich nicht so, was ich später noch bereuen werde, wenn ich irgendwann mal halb tot bin und dringend Heilung bräuchte. Aber alles andere klingt echt interessant. Ich habe 8 Punkte zur Verfügung. Ich kann maximal 2 Sachen hochleveln. Ich hätte gern ein bisschen okkulte Kenntnisse. Das finde ich gut. Ah, ich muss da quasi mehrere Punkte reinstecken. Jetzt sind wir okkult auf Stufe 2. Okkult. Ah ja, hier. Entdeckung haben wir schon halb voll, deswegen brauche ich hier nur 2 Punkte. Und jetzt kann ich noch 2 Punkte in irgendwas anderes stecken. Hier, Medizin, haben wir das auch auf 2. Dann sind wir jetzt ganz guter Allrounder. Können alles ein bisschen, nix so ganz, perfekt. Ja, speichern wir das mal. Bitteschön. Das freut mich. Okay. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Ein ominöser Fremder. Ach, mir gefällt der Stil. Mir gefällt das jetzt schon. Ja, ich find's schön. Ist... eindeutig, sieht man. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. Ein Double A Spiel. I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Aber macht dir nichts. Mir zum Glück zumindest nicht. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? Ich bin nur ein heruntergekommener Trinker. It means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead.
Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? A painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Okay, ich will mir das Painting gerne mal genauer anschauen. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. Abgeschlossen, das war's schon. Das Gemälde wurde untersucht, okay. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Okay, ein paar Zeichnungen der Familie. Okay, 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 okay. Zum Teil unleserlich, ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36 Darkwater. Da werden wir vielleicht mal hinschauen. Der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Das würde mich auch interessieren. Woher haben die die Informationen über die schlechte geistige Verfassung? Und ein Zeitungsausschnitt, ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einem Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen eine... Okay, ich weiß schon, wohin das führt. Irgendwas ist mit Darkwater, mit den Leuten in Darkwater, mit ihm. Und vielleicht hat sie wirklich die Familie umgebracht und angezündet, aber wegen ihm. Weil er vielleicht nicht das ist, was er zu sein scheint. Ist mal meine erste Theorie. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Also, folgendes. Jetzt passt mal auf. Da ist eine Versandadresse mit Lagerhaus 36. Was wissen Sie da irgendwas drüber? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Okay, das machen wir. Wo haben die gewohnt? Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Ob das mal nicht so eine Innsmouth-Geschichte ist? Falls ihr, wenn ihr die Lovecraft-Geschichte ein bisschen kennt, dann sagt euch das was. Aber ansonsten will ich gar nichts spoilen. Im Polizeibericht steht was von labiler Psyche. Warum? You must tell me. If what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Okay, da fragen Sie den Falschen, ist eine komische Antwortmöglichkeit. Ich weiß nicht genau, was das soll. An der ganzen Geschichte ist irgendetwas faul.
Das kann ich nehmen, weil ich ein Ermittlungsprofi bin. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Okay, ich könnte nochmal, weil das ist noch nicht ausgegraut, ich frage nochmal nach Lagerhaus 36, auch wenn wir dann vielleicht den gleichen Dialog nochmal bekommen. Ist ja wurscht. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find where... Ja, das kennen wir schon. Na gut, mehr Informationen brauche ich momentan nicht. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. I wonder why I still take these things. Unsere Schlaftabletten. Ich nehme sie scheinbar mal mit. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. I used to be an avid reader. Ah, was haben wir denn hier? Einführung in Medizinkunde Band 1. Bringt uns das jetzt, sind das wie die Fallout-Magazine, bringt uns das jetzt einen permanenten Medizinboost? Ein umfassendes Werk für Medizinstudenten und Assistenzärzte. In diesem ersten Band sind alle Krankheiten, die in der zivilisierten Welt bekannt sind, mitsamt ihren Symptomen und entsprechender Behandlung aufgeführt. Awesome! Aber, da oben, ich glaube schon. Man sieht es zwar in der Fortschrittsleiste überhaupt nicht, aber wir haben jetzt 22%. Wir sind jetzt ein 22% Laie. Eigentlich wären wir ansonsten ein 20% Laie. Also ein kleines bisschen hat uns das tatsächlich gebracht jetzt. Cool. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Okay. Interessant. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände lang verlassener Höhlen. Okay, ich muss das vielleicht doch nochmal lesen. Das klingt interessant. Bla 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 bla. Bei aller Romantik dieser langsam verfallenden Zeugnisse naiver und primitiver Religion darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände lang verlassener Höhlen. War es ein Gott des Meeres oder der Träume? Das weiß niemand mehr. Cthulhu. Der Gott des Wahnsinns eher. Doch die heutigen Einwohner... Nachkommen stolzer Walfänger gedenken noch immer der geheimnisvollen und aufwühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel vor der Küste von Massachusetts. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Ich frage mich, wo es dahin geht. Wahrscheinlich in unser Badezimmer oder so. Na schön, dann hauen wir ab, oder? Auf nach Darkwater. Cool. Der Fall Sarah Hawkins.
Haben wir da mehrere Fälle, die miteinander verbunden sind? Wahrscheinlich nicht, oder? Der Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, einen Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Oh, die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierces Ermittlungen zu sein. Na dann, laden Sie fort, liebes Cthulhu-Spiel. Hallo? Ah, jetzt bewegt er sich wieder. Ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, weil der Ladebalken erstaunlich lange auf einem Platz hängen blieb, aber er hat sich bewegt. Naja, vielleicht werden die Ladezeiten ja noch ein bisschen gepatcht. Oder es lädt wenigstens Riesengebiete, die dann nicht zwischengeladen werden müssen. Das wäre auch gut. Fände ich beides gut. Vielleicht wird jetzt einfach die ganze Insel Darkwater geladen. Wahrscheinlich nicht. Ich mag die Stimmung von dem Spiel bis jetzt echt gerne. Ich hoffe nur, dass die Begegnungen mit unheimlichen Kreaturen nicht zu nervig sind. Vom Gameplay her. Mal schauen. Focus Home Interactive presents. Ich schätze, man spricht die Focus. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch Focus. Aber ich glaube nicht. Ein Publisher, der sich in den letzten Jahren echt zu einem meiner Lieblingspublisher entwickelt hat. So viel echt tolle Double-A-Spiele. Gefällt mir sehr gut. Viele Spiele in deren Portfolio. Das ist der Vorteil von Double-A-Spielen. Die sehen natürlich nicht aus wie Triple-A und haben nicht die Welten und den Aufwand und bla bla bla. Aber die trauen sich was. Die machen noch was Besonderes. Triple-A-Spiele nehmen natürlich nur das, was etabliert ist und funktioniert. Double-A traut sich was. Läuft nicht immer gut, aber manchmal dafür verdammt gut. Ich hoffe, Call of Cthulhu ist Zweiteres. Aber da müssen wir erstmal abwarten. Call of Cthulhu. Finde ich übrigens interessant, weil eigentlich sind ja die Lovecraft-Geschichten und alles, was damit zu tun hat, lizenzfrei. Aber Call of Cthulhu, genau diese Schriftweise und dieses Logo, das ist noch rechtlich geschützt. Das ist ein eingetragenes Markenzeichen. Während Cthulhu selbst eigentlich nicht mehr in irgendeiner Form. Naja, wie dem auch sei. Oh, das ist ja ein schöner Hafen. Da hat aber auch schon länger keiner mehr renoviert. Ich hätte ein bisschen Angst. Guckt euch mal schon allein den Steg an. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Ah ja, interessant. Der gibt mir quasi gleich zwei Anlaufstellen, die wir uns anschauen sollen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um, oder? Ich würde gern mal hier hingehen, zu dem gestrandeten Wal. The same goes for you, sir.
Move along. Aber, ich suche Lagerhaus 36. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah, and so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. Oh, yeah? It's a sign. There's something coming. Something real. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Oh, ja, aber da war noch Dialogoption. Kann ich mit dir reden? Nee. They can't understand. Okay, ich gehe mal den Weg. Da ist offensichtlich auch der Weg blockiert, aber mal schauen, was da los ist. You're already in trouble. Come on, can we sort this out? There's nothing for you here either. There's nothing to sort out. Your chum wanted to stir us up. But you can stay to watch if you want. Okay. Ein Streit. Come on, you bastard. You'll see what a true sailor's got in his belly. Eskaliert es gleich? Soll ich die Polizei holen? Ich guck mal kurz noch zu. Nee, okay. So, was haben wir denn hier? Prohibition is just a joke around here. Ah. That suits me fine. Alkoholverbot. Offiziell zumindest. Aber nicht hier auf so abgelegenen Inseln. Das macht Sinn. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Okay. Hier könnte ich meine Stärke testen. Ich teste lieber meine Redegewandtheit. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Okay, pass mal auf. Ich hätte gern ein bisschen Informationen über Darkwater. Zum Beispiel mehr Informationen über Sarah Hawkins. Can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then I don't want to speak ill of the dead. Ihre Bilder waren ziemlich eigenartig, stimmt's? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind.
Wenn Sie die Wahrheit sagen, reden Sie nicht schlecht über die Toten. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Warum heißt dieser Laden hier der gestrandete Wal? The Stranded Whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Okay. Kann ich jetzt einen Drink haben? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Ah, das habe ich befürchtet. Ich suche das Lager aus 36. You know where this place is. Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins Warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Gibt's hier denn kein Alkoholverbot? Hinter dir ist sogar eine Zeitung mit Prohibition. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Nee, das war's erstmal, danke. That'll be all for now. Das hätte besser laufen können mit der Prügelei unter Anführungsstrichen. Ist doch nichts passiert. The miraculous catch. Apparently the most significant event of the last 80 years. Verzeihung. Wir hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Die Besatzung der Skylla, oder das, was von ihr übrig ist, kehrte am Dienstagnachmittag in den Hafen von Dogwater zurück. Die Besatzung versammelte sich sofort am Hafen, um das letzte Walfängerschiff der Insel willkommen zu heißen. Und sie waren erstaunt beim Anblick des unglaublichen Fangs an Bord des Schiffes. Der Walfisch wird schon jetzt wundersamer Fang genannt. Mit einer Größe, die selbst die mächtigen Zahnwale übertrifft. Bedeckt der Walfisch das gesamte Deck und hing teils darüber hinweg. Die überlebenden Seeleute erzählten eine furchterregende Geschichte von ihrem gefährlichen Fang, aber auch vom Fleisch, seiner unbeschreiblichen Qualität und seiner Nahrhaftigkeit. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe vielen Bewohnern von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendet, unter der die Insel seit längerem litt. Lagerhaus zu vermieten. Mr. Markets vermietet sein Lagerhaus ab Juni für Fischerei, Werkstätte und Lagernutzung. Aha, das ist vielleicht ein Hinweis für uns. Festlichkeit im gestrandeten Wal. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger, bla bla, Party hier drin. Okay, cool. Na, ja, euch geht's gut. You like our song? Ja. We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Ich finde, ihr macht das sehr gut. Was ist denn das für ein Lied? I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man.
That catch saved our island. Verzeihung. Ah. Where's the proof? Where the proof? Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Na dann, warum gibt's keinen Walfang mehr? What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Mit dem ist bestimmt irgendwas faul gewesen, mit diesem Miraculous Catch. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. So, die ominöse Beobachterin. What you looking at, stranger? Was macht eine Frau wie Sie an einem solchen Ort? Ja, warum nicht? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. What are you drinking? I told you to beat it. Na gut, ich schätze mal, die wird noch wichtig. Und ihr stiller Companion da hinten bleibt still. Na gut. Dann gehen wir mal wieder. Hat mich gefreut, eure Bekanntschaft zu machen, meine Freunde. So, pöbeln die da hinten noch? Ja, die pöbeln noch. Dann sollen die mal pöbeln. Dann gehen wir mal zum Captain. Captain, mein Captain, du hast Informationen für uns, habe ich gehört. Oh Gott, das wird cool. Das ist echt, oder? Wie findet ihr denn die Atmosphäre? Ich finde die sehr gut. Auch schon allein die Dialoge und alles sehr schön. Wirklich, gefällt mir sehr gut. Hallo, ich habe die Hintertür genommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Darf ich mal in die Schublade hier gucken? I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman. Cat, eine Frau, Captain, die Abmachung ist klar, halt deine Leute im Zaun. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten, gib dem Überbringer einfach eine Zahlung. Cat. Ah, ein Drohbrief. Broken. This place seems half abandoned. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Toilette. Gut, gut. A souvenir from a more prosperous era. I guess a Scylla. Oops. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ah, das ist das große Schiff, das da hinten auf dem Felsen liegt. Ich verstehe. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich Informationen, die ich dann gleich mit dem Captain teilen kann, also ihn gleich konfrontieren kann. Hey, noch ein medizinisches Buch. Der zweite Band lehrt Ethik und bewährte Verfahren für medizinisches Personal. Awesome. Wartet mal, das bedeutet, unsere medizinischen Künste sind auf 24%, ganz genau. So funktioniert's. Ich verstehe. Die Bücher bringen immer nur einen ganz kleinen Bonus. Okay, diese Kerze hier, dieses Licht hier, ist seltsam und ominös. This man and Fitzroy could be twins. Vielleicht ist es Fitzroy oder wirklich sein Bruder. Auf dem Foto posiert ein Mann, der Captain Fitzroy ähnlich sieht. Auf der Brücke eines Schiffes. Er hat ein Holzbein. Aber hat unser Captain ein Holzbein? What a macabre souvenir. Ein makabres Andenken. Ist das ein Totschläger-Ding? Oder ist das... Ach, das ist sein Holzbein. Jetzt checke ich das erst. Okay. Aber er sieht nicht so aus, als hätte er ein Holzbein oder eine sehr gute Prothese. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck.
These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Hm. Nur noch wenige Daten sind lesbar, 1890, 1907 und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? Okay, gehen wir mal zurück aufs Deck des Schiffes. Da sollen wir nochmal mit dem Captain reden. Oder? From here, I see everything that goes on in the harbor. The hardworking lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ah, okay. Die Papiere sind leider unleserlich. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. Nee, natürlich nicht. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Wahrscheinlich. Walfang gibt's doch eigentlich schon seit 1847 nicht mehr, oder? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Okay. Wissen Sie irgendwas über Lagerhaus 36? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Oh, cool. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Nuh-uh. Doch, es gehört den Hawkins anscheinend. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Da oben ist ein Bild von einem Mann mit einem Holzbein, der ihn sehr ähnlich sieht. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it, if you're interested. Hab ich schon, hab ich schon. Was sagen Sie denn zu diesem wundersamen Fang? The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailors' return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Wer ist Cat? I found a threatening letter, signed by a certain Cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that. But she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Okay. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Okay. Cool, wir haben jetzt zwei Charakterpunkte mittlerweile erhalten. Die könnten wir schon wieder irgendwo reinstecken. Aber wir brauchen noch sehr viele, um irgendwas zu bewirken. Dann sparen wir die noch. Wir brauchen mindestens vier, bevor wir wirklich hochleveln können. Okay, dann schauen wir mal. Einen Weg ins Lagerhaus 36 finden. Die haben den Wal weggeräumt. Jetzt können wir durch. Na ja.
You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Soll ich aggressiv reagieren? Ich weiß nicht recht. Schwepp, was hätte ich niemals getan? I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Wer sind denn die beiden Wachen da hinten? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Ah ja, von Cat habe ich schon gehört. Wer ist denn diese Cat? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Erzählt mir was vom heiligen Brandon. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Und sie leben hier? Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Habt ihr keinen Job? Isn't that a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. I've taken enough of your time. We'll see you later. Alligator. Also, ich schätze mal, an den beiden kommen wir nicht vorbei. Wollen wir es mal versuchen? Ach komm. Das ist ein dialogschweres Spiel. Machen wir mal. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, a lot of you. It'll stink less. Ich will gerne zum Lagerhaus der Hawkins. Der Weg führt doch dahin, oder? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. Now, we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Aber Cat schickt mich. Ich muss rein. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. What's with you wandering around here like a hungry dog? Go die of thirst. Das hatten wir doch schon. Was macht ihr denn hier? Ach so, ihr arbeitet für Cat, stimmt? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile.
but he only smiles with the left cheek. Habt ihr die Statue kaputt gemacht? What happened to the statue of St. Brendan? Dreadful. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Ihr habt ganz schön viel Angst vor dieser Cat, ne? She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Wem gehört das hier alles? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. Okay. Dann tschüss. I bid you gentlemen farewell. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Gefunden. Oder auch nicht. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Okay, der Eingang zum Warenhaus ist unbewacht oder irgendwie sowas. Aber wo sollen der sein, wenn die da stehen? Wo sollen wir denn sonst lang gehen? Soll ich mal mit dem Polizisten reden da oben? Wachmeister, das sind irgendwie komische Gestalten. Where do you think you're going? Ich muss in das Lagerhaus. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Was wissen Sie denn über den Hawkins-Fall? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor, leave him well alone. Okay. Ups, ducken wollte ich nicht. Ich wollte lieber sprinten. Kommen wir hier rein? Nee, auch nicht wirklich. Ich gehe mal hier auf dem Steg runter. Ich meine, das ist zwar die ganz falsche Richtung, aber irgendwo führt das auch hin. Aha! Interessant, interessant. Kommen wir da hoch? Kann man irgendwie springen in dem Spiel? Na komm, das sieht so aus, als müsste das gehen, oder? Aber irgendwie komme ich nicht hoch. Leider. Aber wahrscheinlich wäre dann sowieso abgeschlossen. Aber trotzdem würde mich interessieren, ob und wie man springen oder klettern kann in dem Spiel. Ich kann hier ein paar Häuser reinschauen. Oh. Oh, das versteht er unter Ermitteln. Einfach so ohne Grund in fremde Häuser einbrechen. Und? Damnation. Nee. Broken. Mist. Kaputt. So ein Mist. Ah, das ist die Statue. Das Gesicht weg, wie in unserem Traum. Und mit Graffitis beschmiert. In unheimlich grüner Farbe. Und hier ist Farbe an den Fässern.
Aber hier kommen wir quasi nicht mehr rein. It's no use. The padlock won't give. Schade, schade. Schade, schade. So, und hier kommt man wirklich nicht hoch. Ich muss nochmal alle Tasten versuchen. Ich glaube, ich habe alle versucht. Ich glaube, es geht wirklich nicht. Ha, vielleicht können wir da hinten weiter, wo die vorher gestritten haben, die beiden. Die vier. Also fünf waren es ja insgesamt, ne? Schauen wir da nochmal kurz. Ah ja, tatsächlich, habe ich mir gedacht. Jetzt kommen wir hier weiter. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Haben Sie denn keine Angst vor der Chefin von denen? I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Was machen denn die Schmuggler hier in der Gegend? This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Mit dem Captain reden nochmal über die Schmuggler. Könnte man machen, könnte man machen. Das Auto versperrt hier den Weg, sonst geht's eh nirgends hin. Dann gehen wir nochmal zum Captain und reden nochmal mit ihm über den Schmuggler. Ach so, außer vielleicht? Nee. Also die Schmuggler. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich gehe jetzt mal in die Kneipe, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau da hinten Cat ist. Ich meine, das ist offensichtlich die einzige Frau in der ganzen Stadt. Ah, jetzt sitzen hier mehr Leute. One of those damn sailors came looking for trouble again. I told you to beat it. Na okay. Aber hier hat sich tatsächlich was verändert. Interessant, interessant. Der Captain steht aber immer noch da oben. You're back again. What can I do for you? Okay, jetzt pass mal auf. Schmuggler versperren mir den Weg zum Lagerhaus. Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island. But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Aha. Durch die Kanalisation. Ich verstehe. Okay, cool. Ah, ich guck gerade auf die Uhr und unsere super lange XXL Halloween Spezialfolge geht leider schon zu Ende. Aber das Spiel gefällt mir sehr gut und es würde mich nicht wundern, wenn wir noch die ein oder andere Folge auf dem Kanal finden würden. Wenn ihr auch Bock habt, lasst es mich unbedingt wissen. Schreibt mir in die Kommentare und ansonsten würde ich euch um einen Like für das Video bitten. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht vielleicht eh schon getan habt. Und dann schauen wir mal, ob wir das Spiel wirklich nochmal aufgreifen. Ich hätte schon Bock. Und wenn, wie kommen wir in die Kanalisation? Und was ist hier überhaupt los? Was ist in diesen Lagerräumen? Warum werden die bewacht? Und warum ist vielleicht jemand deswegen wahnsinnig geworden, hat Leute umgebracht? Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht rausfinden. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch noch ein unheimliches Halloween. Ciao, macht's gut.